Ketten zu weit auseinander stehen oder trainierst du einfach zu viel offensiv? Ja, ich glaube, ich trainiere zu viel offensiv wahrscheinlich. Aber das musst du von Fabi fragen. Dann habe ich hier Spieler, kann bestätigen, wie ist unsere Trainingssteuerung. Und wir suchen die ganze Zeit, wo liegen die Probleme. Wir haben auch vieles versucht zu ändern. Und ich sage ganz einfach, die Grundprobleme ist bei uns, die zentralen Mittelfeldspieler haben nicht die richtige Schnelligkeit, die Dynamik, dass dieser krasse Zweikampf führen, wenn die Gegner nach innen zieht, dann ablaufen und auch lenken. Da haben wir ein Defizit. Versuchen wir das zu kompensieren. Am Anfang der Saison haben wir versucht mit Martin und Pascal, die mit langen Beinen, die das hinbekommen. Dann mal musste Martin nach hinten und er war verletzt. Jetzt Pascal hat ein bisschen körperliche Lock, ja, der führt nicht so die Zweikämpfe. Dieses Mal Deo hat uns tierisch ausgeholfen, hat man gesehen, was bedeutet die Balleroberung für Hertha BSC. Und trotzdem, wir müssen eine bessere Balance finden, weil wir so viele Tore schießen. Wir haben offensiv Fußball versprochen Anfang des Jahres. Gibt nach drei Spieltagen sehr gute Fragezeichen, dass die da nicht offensiv Fußball kann und so weiter. Wir haben sehr viel geopfert. Ich suche auch selber die Balance, aber ich glaube, da müssen wir uns verstärken oder weiterentwickeln. Wir haben Spieler hier, die weiterentwickeln können. Haben wir bei Akademie auch noch gute Spieler. Das liegt an dem Geld, was zum Hertha BSC Sommer hat. Da müssen wir ein bisschen aufpassen oder jetzt zeigen, diejenigen, die hier sind, dass die ja defensiv besser sind. Und ja, die können sie Ball erobern, ja, können wir null spielen, weil bin ich natürlich nicht zufrieden, bin ich auch sehr selbstkritisch damit. Und dann versuchen wir immer wieder, wir haben auch sehr viel Analyse gemacht, immer wieder gezeigt, auch nichts geholfen. Stundenlang mit der Mannschaft, ja, dann haben wir andere Übungen, andere Zusammenstellungen, durch die Zentrum haben die größten Probleme. Da verlieren wir die Spieler oder die Punkte und das hat sehr viel Punkte gekostet dieses Jahr, aber trotzdem, wenn du so viel opferst nach Offensiv, dann gehört auch dazu, dass du ein paar Tore bekommst. Aber wir sind nicht so oft ausgekontert gewesen oder nicht so oft einfach Unterzahl oder taktische Fehler, sondern einfach, wir waren ausgetribbelt durch einen Raum, was eigentlich darf nicht sein. Da müssen wir uns verbessern. Aber ich glaube, üben wir genug. Aber für die Frage, ich wünsche auch eine Bestätigung oder eine Gegenmeinung, ist auch nicht schlimm. Ja, ich habe hier Spieler, kann ruhig Fabi äußern, ob wir zu defensiv trainieren, zu offensiv trainieren oder ja, wo müssen wir verbessern. Eins ist klar, weniger spekulieren, weniger individuelle Fehler, das muss man ein bisschen limitieren. Ja, und da müssen wir aufpassen, weil sehr viele Spieler haben wir verloren durch individuelle Fehler. Da ist die Statistik, wenn einer Lust hat, kann man das ansehen oder sollte schon ansehen und wir arbeiten wieder daran. Gehen wir zu Costa Karatanasis, 94-3 RS2. Hallo zusammen, auch eine Frage an Paul. Paderborn seit 4 Spielen ohne Sieg, das erste Mal in dieser Saison. Wie schätzt du den Gegner ein? Macht die das gefährlich und was für ein Spiel erwartest du? Also die Woche fängt immer so an, dass ich erstmal den Freitag komme, ich kurz zu meinem Büro, dann bin ich alleine. Dann fast 45 Minuten, eine Stunde beschäftige ich nur mit den Gegnern, gucke ich das an nach meiner Art, lese ich ein bisschen nach bei Fachzeitung, nicht bei Boulevard, tut mir leid, lese ich ein bisschen nach, wer ist gut drauf, wer ist nicht gut drauf, einen Blick zu schaffen, wenn die Kollegen ankommen. Da sage ich immer eine kurze Meinung, wo ist die Stärke, wo ist die Schwäche. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine stabile Mannschaft und die kann ich nicht sagen, die sind speziell so. Oder die machen einen sehr vernünftigen Eindruck, darf man nicht unterschätzen und sehr schwierig anzufassen. Ja, da haben wir etwas geübt, die haben wir etwas vorbereitet für die Woche und trotzdem Respekt, das ist eine gute Mannschaft. Ja, ich habe gegen Nürnberg Wochenende, ich dachte, wir werden gewinnen, von Gefühl her, so wie die Jungs trainiert haben und trotzdem zum Schluss war ein 3-3. Und jetzt, ich habe ein anderes Gefühl, ich halte mich ein bisschen ja, ruhig und einfach konzentriert, fokussiert auf das Spiel gehen. Ich finde, das ist eine gut organisierte Mannschaft und ich kann nicht sagen, wo ist die richtige große Schwäche von dir. Steffen Rohr für den Kicker, bitte. Ich würde gerne meinen Job machen, Paul, ich versuche es nochmal.